Es sind ja nicht nur die Europäer und es sind nicht nur Sie, die Vorbehalte haben gegenüber diesen Verhandlungen. Es gibt auch von der amerikanischen Seite Vorbehalte. Wenn nun alle Ihre roten Linien und Vorbehalte aufzählen, bevor Sie überhaupt in Verhandlungen treten, bleibt dann am Ende überhaupt noch was über das man verhandeln kann? Gute Frage. Aber ich glaube schon, dass was übrig bleibt. Worum geht es eigentlich? Also wenn Präsident Obama gesagt hat, die Krisenzeiten könnten dazu beitragen, dass dieses Abkommen im Unterschied zu den bisherigen Versuchen, ein bilaterales transatlantisches Freihandelsabkommen abzuschließen, die Europäer dazu bewegen würden, dieses Abkommen innerhalb der geplanten 2 Jahre abzuschließen, macht es ja schon deutlich, dass dort bestimmte Absichten mit der Aufnahme der Verhandlungen und dann einem aus der Sicht der Verhandlungsführer erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen bestehen. Und es geht um Marktzugang. Es geht um operative, globale Wettbewerbsfähigkeit und es geht um Standards und Regelmechanismen, die gesetzt werden sollen. Also die Regularien, wie soll überhaupt wirtschaftliche Kooperation über den Atlantik hinweg organisiert werden. Das sind die 3 großen Kernthemen. Und da gucken wir mal hinter die Kulissen. Also Regelwerk wird natürlich viele Standards, die bisher mit dem Acquis Communautaire, also dem gemeinsamen Besitzstand der Europäischen Union verbunden sind, so wie der Binnenmarkt funktioniert, auf den Prüfstand gerückt werden. Wir wissen also alle, es sollen alle Bereiche der Volkswirtschaften dem Marktzugang geöffnet werden. Das sind die öffentlichen Dienstleistungen, das ist sozusagen die öffentliche Daseinsvorsorge, das ist die Agrarindustrie, also Agrarproduktion und Agrarindustrie. Das sind die Fragen des geistigen Eigentums, das sind kulturelle Güter. Das heißt, all diese Fragen berühren die Standards, die wir sozusagen in den letzten 50 Jahren Europäische Unionsentwicklung uns geschaffen, sozusagen auch worauf wir uns gemeinsam verständigt haben. Ich muss Sie kurz unterbrechen. Der Handelskommissar Karel de Gucht sagt ja, europäische Gesetzgebung würde durch ein solches Freihandelskommen nicht einfach vom Tisch gewischt werden können. Ich unterbreche Sie aber auch, weil wir ja Zuschauer haben im Internet, die sich rege beteiligen an unserer Sendung und uns erste Fragen geschickt haben. Das stimmt. Hier auf dem Chat gleich eine Frage von Stefan, der sich wundert, droht uns mit dem Handelsabkommen nun ACTA durch die Hintertür? Hat da ein bisschen Angst dafür, dass ACTA dennoch da vorbeikommt? Und auch auf Facebook hat jemand gefragt, ob wir in solche Handelsabkommen nicht viel verletzbarer sind. Denn die Amerikaner, meint diese Person, sind doch viel aggressiver in ihrer Wirtschaft und ihrer Markttechniken als wir Europäer. Ich glaube, der sieht uns als sehr sophistikierte Menschen. Ja, das sind die 2 Fragen. Danke. Herr Scholz, ACTA, Sie hatten es ja am Anfang schon erwähnt, das Antipiraterieabkommen, das gescheitert ist. Es besteht aber die Befürchtung bei vielen Handelsverträgen, die jetzt verhandelt werden, dass die kritisierten Punkte von ACTA quasi durch die Hintertür eingeführt werden könnten. Viele beziehen sich natürlich auch schon auf frühere WTO-Abkommen, das TRIPS-Abkommen nur kurz genannt. Wie ist diese Gefahr zu werten? Ich halte sie durchaus für real. Zwar hat Karel de Gucht als der zuständige Kommissar eindeutig formuliert, also ACTA wird auch nicht durch die Hintertür wieder eingeführt als EU-Position, aber der amerikanische Vertreter für Handelsfragen, der letztens auch hier in Brüssel referiert hat, hat durchaus deutlich gemacht, die amerikanische Seite will die Fragen des geistigen Eigentums erneut aufwerfen als Verhandlungsgegenstand. Das heißt, wo ist jetzt unsere, und da sind wir wieder bei den roten Linien, wo ist unsere Position als Europäische Union, wenn wir in diesen Verhandlungsprozess eingehen? Wenn wir also nicht sagen, bestimmte Kriterien sind unverrückbar, weil wir der Meinung sind, die gemeinsam erarbeiteten Werte, worauf sich 27 Mitgliedstaaten verständigt haben, wo Bürger und Bürger ein legitimes Interesse haben, dass genau diese Fragen eindeutig geregelt werden, dann heißt das, wir begeben uns einen Fluss. Und das sind die Fragen, die natürlich mit Verhandlungen verbunden sind, aber wo
ich sage, es muss rote Linien geben, weil sonst geht es eventuell zugunsten der großen Unternehmen, der großen Wirtschaftsinteressen, insbesondere also eben nicht der kleinen und mittelständischen Unternehmen, sondern der Multis etc., vieles verlustig, was eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit und auch normale Standards und Erwartungshaltung der Bürger im normalen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Leben berührt. Mhm. Herr Röpke, die zweite Frage, die von Seiten der Zuschauer kam: Begegnen sich die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika auf Augenhöhe, wenn es um solche Verhandlungen geht? Oder besteht tatsächlich die Gefahr, dass Europa da zum Opfer wird einer aggressiven Wirtschaftsnation? Also ich glaube, die Gefahr besteht dann, wenn wir blauäugig in solche Verhandlungen gehen, wenn wir eben nicht rote Linien, klare Bedingungen formulieren und für uns auch ganz klar sagen, was wir durchsetzen wollen. Ja, wenn man da wirklich blauäugig reingeht, zu offen reingeht, dann sehe ich sehr wohl die Gefahr, dass bestehende Standards unter Druck geraten. Ich möchte noch mal darauf eingehen, auf die Frage auch der sozialen Mindeststandards. Die ist für mich ganz wichtig. Und wenn wir uns das anschauen, die USA haben von den 8 ILO-Mindestarbeitsnormen nur 2 unterzeichnet. Nicht? Die genau. Internationale Arbeitsorganisation. Internationale Arbeitsorganisation, genau. Nämlich jene gegen Zwangsarbeit und Kinderarbeit. Das war es dann aber schon. Wir haben natürlich da wesentlich oder weitere wichtige Mindestnormen, die auf jeden Fall Berücksichtigung finden müssen. Nicht? Dazu gehört die Tarifautonomie, dazu gehört die Koalitionsfreiheit, die freie Betätigung der Gewerkschaften. Das sind alles Dinge, die wichtig sind und wo wir gesehen haben, die sind in den letzten Jahren in einzelnen Bundesstaaten in den USA deutlich unter Druck geraten. Und wir sehen, wo diese neue Gesetzgebung in den USA, diese Right-to-Work-Gesetze durchgesetzt wurden, sind auch tatsächlich die durchschnittlichen Einkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geringer. Und wir wollen, bevor es hier zu Verhandlungen kommt, wollen wir, dass ganz klar diese Mindestarbeitsnorm als Bedingung hier formuliert werden. Das ist für uns ganz klar. Und das tragen Sie, das wollen Sie über die Mitgliedstaaten an die Kommission herantragen, dass das im Grunde schon an das ja, das Problem im Verhandlungsmandat ist ja, steht. Problem ist ja, dass es hier kaum Transparenz gibt, nicht? Dass man ja nicht offiziell eingebunden wird, auch als die Sozialpartner nicht, sondern dass wir uns Informationen beschaffen müssen, weil das Verfahren halt so intransparent ist und dann mit unseren Forderungen auf die Kommission zugehen müssen. Und das haben wir jetzt auch als EGB ja getan, als Europäischer Gewerkschaftsbund. Wir haben unsere Kernforderungen formuliert und erwarten, dass die auch jetzt berücksichtigt werden. Aber ich würde mir wünschen, dass es hier ein transparenteres Verfahren gibt, bei dem alle wesentlichen Stakeholder und Akteure mit eingebunden werden und eben auch die Gewerkschaften. Sowohl in der Vorbereitung, als auch wenn es solche Abkommen gibt, dann auch später bei Follow-up-Maßnahmen oder bei der Frage, ob man da Überprüfungsmechanismen gerade auch für diese Sozialvorschriften einführt. Gerade da würde ich mir auch wünschen, dass Zivilgesellschaft und Gewerkschaften beteiligt werden. Derlei Sicherheitsklauseln gibt es beispielsweise im Handelsabkommen mit Südkorea. Das heißt, wenn erlaubt eine Sicherheitsklausel der EU wie auch dem Vertragspartner die schrittweise durchgeführte Liberalisierung auch mal wieder zurückzudrehen, wenn man merkt, dass es irgendwo zu weit geht. Da geht es in dem Beispiel geht es wesentlich um den europäischen Automarkt. Wäre das eine Lösung auch für ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, Herr Scholz? Es ist ja immer ein zweites Abkommen eigentlich. Und wahrscheinlich müsste man auch darüber nachdenken, ob jetzt im Ergebnis der Verhandlung dann ein solches zweites Abkommen mit den Sicherheitsklauseln geschaffen wird. Also Südkorea, das eigentliche Freihandelsabkommen, hat das auch so nicht vorgesehen, sondern es ist ein zweites Abkommen für eine gewisse Übergangsfrist, sozusagen eine Phase. Und hier geht es darum, die Anpassungsmechanismen zu organisieren und verantwortlich im Interesse der beiden sozusagen Wirtschaftsräume auszugleichen. Das wäre für die USA und die EU dann bei dem transatlantischen, für die transatlantische Wirtschafts- und Investitionspartnerschaft, so soll es ja heißen, dieses Abkommen, die also weit viel mehr ist als ein Abkommen, das nur den Handel betrifft oder nur die Investitionspolitik, sondern in die realen wirtschaftlichen Entwicklungsprozesse in den beiden Wirtschaftsräumen eingreift, wäre mit auf den Weg zu bringen. Aber auch das wäre dann wahrscheinlich nur für eine Übergangsfrist machbar. Und ich möchte in dem Zusammenhang eben gerade, weil Sie Südkorea jetzt eingebracht haben, als Beispiel darauf verweisen,
dass mit diesem Abkommen ja ein gewaltiger Einschnitt überhaupt in die globale Welthandelsstruktur geschaffen wird. Das heißt, wir verabschieden uns mit dieser größten bilateralen Handelspartnerschaft von dem multilateralen Handelssystem im bestimmten Sinne. Und in der Literatur, in der Presse, in den Medien wird gegenwärtig hoch und runter diskutiert, inwieweit gefährdet dieser bilaterale Deal die multilateralen Gespräche auch innerhalb der Welthandelsorganisation. Sie sprechen da von der Doha-Runde, die seit 2001 läuft. Unter anderem von der Doha-Runde, die stagniert, weil sich eben auch die USA und China insbesondere nicht über die sozusagen Konditionen, wie die Märkte zu Agrarprodukten insbesondere neu geordnet werden sollten, verständigen konnten. Und es gibt hier die gegenseitigen Vorwürfe und die EU ihrerseits mit ihrer subventionierten Agrarpolitik ist da auch nicht völlig unschuldig. Also ich will nur sagen, diese Doha-Runde ist ein Teil des multilateralen Welthandelssystems und dann bin ich schon der Meinung, wir brauchen heute eigentlich eine neue Aufmerksamkeit, wie soll global Wirtschaft überhaupt funktionieren im jetzigen Zeitalter. Und das finde ich ist auch eine spannende Frage. Insofern wären die Verhandlungen ein Schritt vielleicht in die Richtung. Und der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer Wandsleben hat gesagt, die Verhandlungen dürfen nicht zu einer Wagenburg der beiden Wirtschaftsräume führen. Mhm. Was heißt denn das? Also er will damit sagen, diese bilateralen Verhandlungen sollen einen Einschnitt in die oder eine Wiedereröffnung dieser stagnierenden Welthandelsrunde schaffen. Zugleich heißt es aber, wenn wir Standards setzen, dann diktieren Vereinbarung zwischen der EU und den USA zu Regelmechanismen, wie künftig die internationale Welthandelsstruktur aussehen soll. Das heißt, wir diktieren wiederum, wie andere sich diesem dann geschlossenen Deal anpassen müssen. Das wird nicht funktionieren. Insofern ist das eine Logik, die von gestern ins Heute und ins Morgen mit rübergenommen wird. Und ich bin mehr der Meinung, wir müssen uns gemeinsam anstrengen und wir sollten im Rahmen der WTO gemeinsam solche Kriterien, Bedingungen, Fragestellungen, rote Linien oder nicht rote Linien diskutieren. Bevor wir uns jetzt wieder zu sehr abschotten, richte ich nochmal das Wort an die Zuschauer im Internet. Wir haben, soweit ich das mitbekommen habe, weitere Fragen. Das stimmt. Fragen bleiben kommen. Zwei Frauen in diesem Fall ist immer gut, wenn sogar Männer wie Frauen sich beteiligen. Also machen Sie das jede Sendung. Vielen Dank. Erst hier Michaela, die sagt, in den USA sind doch ganz viele Lebensmittel bereits gentechnisch verändert. Die haben ganz andere Standards, über was erlaubt ist in die Produktion von Lebensmitteln. Heißt das, die kommen jetzt in massenhaft nach Europa? Können wir etwas dagegen tun? Sie macht sich Sorgen darüber. Und auf Facebook hat Hanna auch noch ein paar Bemerkungen. Die Multinationals, die es gibt, die machen doch sowieso schon, was sie wollen. Die gehen von Land zu Land zu Land zu Land. Kann dann in so einer Situation so ein Handelsabkommen überhaupt einen Vorteil für die Europäer heißen, wenn ein Betrieb wie General Motors zum Beispiel einfach hier schließt und da öffnet? Kann mit so einem Handelsabkommen überhaupt dann noch was dazu geregelt werden oder ist es bereits zu spät? Ich richte dann einfach mal die zweite Frage gleich an Herrn Röpke, bevor wir zum berühmten Chlorhuhn kommen, das natürlich in diesem Rahmen diskutiert werden muss.